Willkommen zurück, meine Freunde. Hier ist euer M3D bei Alice Madness Returns. Und wenn man sich mal ganz genau umguckt, meine Lieben, dann sieht es für mich irgendwie nach einem unlogischen Weg aus. Ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube, das ist nur für die Zähne gedacht oder so. Ich gehe jetzt einfach mal den anderen Weg lang, also D. Und ich hoffe, dass ich da keine Scheiße baue oder irgendwas Wichtiges vergessen habe. Aber nun gut, wir werden es herausfinden müssen. So, gibt es hier noch irgendeinen Alternativweg? Ach, hier geht's zur Miezekatze. Miau, da will ich hin. Yeah! Oh, hier ist schon wieder ein Hebel, habe ich gesehen. Alter, wer hängt ein Jabberwock? Das ist doch irgendwie so ein Saar gewesen, keine Ahnung. Egal. Hebel! Ich muss mal am längeren Hebel ziehen, verdammt nochmal. Aha, okay. Wo geht's hier lang? Gut. Einfach nur noch klein machen. Huch. Suche und du wirst finden, sagt man. Aber was du finden wirst, sagen sie nicht. Ich kann mir nicht helfen, aber ich finde die Sprüche einfach nur extrem geil von dem. Rette uns! Alter, was ist das denn hier für ein ekelhaftes Puppenhaus, mal jetzt ernsthaft? Das haben die auch irgendwie geil gemacht. Hier, bäm. So, ach, wir müssen immer weiter runter, so wie es aussieht. Oder? So habe ich jetzt momentan das Gefühl zumindest. Ach, guck mal, hier geil gemacht. Yippie! Ach so, jetzt kann ich da. Ich wollte gerade sagen, hä? Cool, Alter. Richtig mies gut. Okay, wo lang jetzt? Hilfe! Aha! Haben wir irgendwas noch übersehen hier vielleicht? Kann man darauf schießen? Bringt es was? Nein, okay. Ja, alles kannst du wegmachen. Alles klar, gut. Gib ihn, Hammerhead! Es wurde schon mal gespeichert. Das heißt, gleich geht ein übelster Kampf ab. Oh nee. Ja, okay. Übel ist relativ. Die kriegen wir jetzt locker platt. Aua, Alter. Hilfe. Hilfe. Nein. Nein. Aua, 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 aua. Alter. Schon lange nicht mehr gekämpft, ja, anscheinend. Ich hab's gar nicht mehr drauf hier. Hilfe. Wir machen schon mal den Regenschirm. Alter, Hilfe, es tut so weh. Nee, so nett. Oh jawohl, die Verteidigung von denen ist am Arsch. Regenschirm, wie mache ich dich? So mache ich dich, alles klar. Okay, 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 okay. Nein. Weg da, Alice, weg da. Jawohl. Ach so, stimmt, der braucht ja erstmal den Hammer. Bam, bam. Alter, diese Viecher da oben, ne, die machen es auch nicht gerade einfacher. Hilfe. Weg da, Alice, weg da. Die Bombe wollte ich gar nicht setzen, aber okay. Alter, ja, mach mich fertig, kein Problem. Ich bin so schlecht gerade, unglaublich. Aber normalerweise müsste ich auch erstmal diese Fische da oben besiegen. Ja. Ihr wisst ja, wie das ist. Alles so problematisch hier. Verreck jetzt endlich, Mann. Ja, das sieht doch gut aus. Übelste Combo abgegeben. Und die Verteidigung geht hinüber. Jawohl. Jawohl. Au. Jetzt verreck endlich. Ja. Alter, der will mich auch verarschen, oder? Okay, gleich ist eh vorbei. Ja. Geh weg, geh weg, geh weg. Aua, 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 aua. Vielleicht kann ich hier erstmal gucken, ob ich das Ding hier kriege. Nein. Alter. Alter, Alter, Alter. Nein. Autsch. Warte, genau. Machen wir es erstmal so. Alter, zeig deine Fresse, verdammt. Hier, jetzt dein Puppengesichtchen. Ja, jetzt ist alles vorbei. Jetzt muss ich Action liefern, Freunde. Bams. So, komm. Du Mistvieh, wo bist du? Bam, bam. Jetzt hast du keine Chance mehr gegen mich. Ich bin so froh, dass es diesen Modus hier gibt. Sonst würde ich so übelst auf die Fresse kriegen bei dem Spiel. Alter, ich krieg ihn trotzdem nicht down, ne? Na super. Nein. Ah, ich wollte auch mit dem Regenschirm machen. Was mache ich denn? Nein. Ah, sehr geil. Au. Jetzt, Freunde, jetzt. So. Mann, bin ich gut. Hilfe. Au, 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 au. Nein. Scheiße, Alter. Was eine Blamage ich mir hier gerade gebe. So. Moment mal, mit der Teekanne müsste ich doch viel... Nein, geh weg. Boah. Mit der Teekanne müsste ich doch viel mehr bei dem erreichen können. Ja, warum nicht gleich so, verdammt. Oh Mann.
Jetzt, Baby, komm her, du Sau, du. Vielleicht mal hat das hier dagegen gehauen. Ach, jetzt ist er tot. Okay, geil. Hab es doch noch endlich mal nach Jahren geschafft. Mann, 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 Mann. Die Labien sind mehr als nur verrückt. Sie haben auch andere Seiten. Der Puppenmacher wird sie dessen berauben, was von ihren kranken Seelen noch übrig ist. Sie brauchen Hilfe. Ich weiß um den Schmerz. Ich würde helfen. Aber muss man dafür geistig gesund sein? Ein gewisses Maß schon. Du bist nicht verrückt genug, um abgelehnt zu werden. Du bist wie sie, irgendwie. Aber du bist nicht sie. Ich sollte nicht uns sagen, weil ich sie bin. Aber du gehst deinen Weg. Der Weg ist vorgezeichnet. Ich glaube, ich kenne diesen Weg. Und mir wäre wirklich lieber, ihn nicht weiterzugehen. Hierher, ihr Schwachköpfe! Rein mit euch! Ach du verdammte Scheiße, Alter. Ich bin gerade voll perplex von den Kindern, ehrlich gesagt. Jetzt muss man sich auch noch hier so ein Puppenvieh antun, das ist doch nicht mehr normal. Also ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll über das Spiel, ob ich jetzt... geh weg. Halt Abstand vor mir. Warte, ich versuche mal auszuweichen. Ja. Ich hab's vorbeigeschafft, verdammt. Ach, hier habt ihr die Schrauben auf dem Rücken gesehen. Das ist doch schon mal ein Hinweis gewesen. Aber ich versuche das mit dieser Schleimbombe hier. Mit dieser Teekanne. Alter Verwalter, das Spiel ist so krank, dass es schon wieder geil ist, ne? Muss man einfach mal gesagt haben. Nein, geh weg von mir. Nein. Jawohl. Wow. Ich probiere es einfach schön aus der Ferne. Schön sicher und schön easy. So ist es doch elegant. Ich meine, ich habe kaum Leben. Das zieht mir bestimmt meine kompletten Leben ab. Yeah! Ach du Scheiße, gibt es viel. Froschweg? Klingt nach einer Straße irgendwie. Oh Mann, Freunde, ich bin schon wieder voll am Arsch. Ich muss es einfach zugeben. Diese Kinder da, das ist einfach zu... Das ist zu rabiat. Zuerst siehst du Alice, wie sie da in der Klapse hängt. Ohne Haare, ohne alles und so. Ich meine, guck dir mal die schönen Haare an. Und dann auf einmal sind sie komplett weg. Du siehst sie schielen und allen möglichen Scheiß und sabbern und so ein Mist. Und dann hier die Kinder. Alter... Was ist mit den Spieleentwicklern nur los? Jetzt mal ohne Scheiß. Kann ich dafür vielleicht was reißen? Nee. Das Ding scheint sich von mir zu verstecken, habe ich gerade das Gefühl. Na egal. Oh, 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 oh. Das Spiel spitzt sich übel zu, aber die Story ist einfach nur Hammer. Wirklich, also auch das Design und so der ganzen Level, der Monster und so weiter und so fort. Oh, da hinten ist auch noch was im Essen. Das hole ich mir. Ach, guck mal hier, diese ganzen Bodenbemalungen habe ich gar nicht gesehen. Übel. Ja, da war wenigstens ein bisschen Leben drin, das ist doch schon mal sehr von Vorteil. Also ich schwöre euch, Freunde, das Ding versteckt sich vor mir, ne? Aber da kann man nichts machen, oder? Doch, irgendwas habe ich jetzt gemacht, ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube, das verarscht mich nur. Okay, alles klar. Wir gehen zum Froschweg, zum Quarkweg. Oh, eine Blume. Blumi. Huch. Was sollte jetzt eigentlich nicht passieren? Ach, und haben wir gleichzeitig noch ein Geheimversteck gefunden. Das ist doch wunderbar. Oh, ich merke schon, man muss gegen Puppen kämpfen. Und man kommt dann zu diesem komischen Mädchen. Wer ist mit diesem Mädchen gemeint? Dieses kleine Mädchen, was wir eben gerade vielleicht gesehen haben? Oder irgendein anderes? Ich vermute ja ehrlich gesagt irgendein anderes, aber naja. Keine Ahnung, wer oder woher Alice dieses Mädchen kennen sollte. Ist eine gute Frage. Achso, das brauche ich ja gar nicht mehr, theoretisch gesehen. Ich habe ja genug. Rein da! Faunfeder, das ist doch die Nutte, ne? Also die Prostituierte, Entschuldigung. So trabiat wollte es ja nicht ausdrücken. Quatsch. Wollen wir da mal gucken, wo ist das Ding? Na, aber hier kann man wenigstens viel Leben sammeln. Die wussten, dass ich so schlecht bin. Das ist doch schon mal sehr freundlich. Wer mit dem Teufel ist, braucht einen sehr langen Löffel. Das weiß jeder. Das sind so typische Weisheiten, weiß ich nicht, also.
Naja, ich kann mir nicht helfen, aber das ist abnormal. Okay. Dann gehen wir mal da rein. Linke Taste, wieso? Ah, so. Das sieht irgendwie eklig aus, ich kann mir nicht helfen, ne? Rein da! Was soll das sein? Nippel oder was? Naja, ich will es gar nicht wissen. Komm, weiter geht's. Weiter geht's! Erstmal klein werden, vielleicht kann man hier irgendwo noch rüberspringen. Nee. Oder haben wir wieder Hinweise gesehen? Alter, ich will diese Puppenkämpfe nicht, ne? Ich komme! Wird schon nicht so schwer sein. Haut euch mal diese Umgebung hier rein. Humpty Dumpty, das ist ja geil. Cool. Ich hörte, Selbstständigkeit sei eine Tugend. Jetzt hast du es auch gehört. Und was willst du mir damit sagen, verdammt? Hier ist Humpty Dumpty. Boah, wie brutal sieht denn der hier aus? Ja, okay. Der Freundlichste war ja irgendwo nett, ne? Da kann man hoch. Okay, und die Tür ist zu. Boah, Alter, guck mal, wie coole Details das sind. Cool. Kann man nicht nur noch irgendwo anders lang? Ah, knapp, aber gut. So. Hier ist eine 2 abgebildet. Hat das irgendwas zu heißen? Ich bin mir gerade noch sehr unsicher. 790 Zähne, wir können bald unsere Waffe aufwerten. Sehr geil. Hebel. Juhu. Aha. Hier ist auch nichts, oder? Oh, ich habe gerade eine sehr schlechte Kameraperspektive. Aber hat trotzdem geklappt. Schweineschnauze, nichts zu sehen? Nein, okay. Dann wollen wir weiter. Rette uns! Das sind bestimmt diese kleinen Kinder, die das rufen. Ja, ich würde euch sehr gerne retten sogar. Oh, nee. Aber keine Sorge, Freunde. Ich habe die Steuerung jetzt wieder besser im Griff. Alles kein Problem, meine Lieben. Kein... Oh, ja, okay, dass ich getroffen werde, das ist ja klar, ne? Das kann man so leicht nicht verhindern, aber die Kämpfe werden jetzt auf jeden Fall gezielter und besser. So, verreck. Du bist sogar noch gut ausgewichen hier. Na komm, zeig dein Gesicht. Auf. Your Puppenface. Ach, der ist runtergefallen, schade. Na komm, mach die Zielfixierung weg. Ach, da ist noch einer. Hab ich gar nicht gesehen. Das wollte ich nicht machen, das wollte ich machen, genau. Yimmy! Okay, ich war immer noch nicht 100% zielsicher, aber es war schon besser. Und da können wir jetzt also auch hin. Sehr schön. Ich habe ja gesehen, dass man da oben so ein Dingsbums war. Da sollen wir wahrscheinlich auch hin. Das werden wir auf jeden Fall machen. Und hier ist bestimmt ein geiles Versteck. Ja, doch, sieht so aus. Sehr geil. Was wird das hier sein? Ein Kuchenstückchen. Yimmy! Alter, ich weiß nicht. Das ist zwar ein schön gedeckter Tisch, aber irgendwie auch sehr, sehr krank. Kann man da irgendwie drauf? Nee. Aber lecker Eis drauf. Cool. Oh je, Weisheiten. Jedes Kind hat eine Bestimmung. Es ist die Pflicht eines Erwachsenen, jeden jungen Menschen dieser Bestimmung zuzuführen. Woher willst du wissen, was dein Kind für eine Bestimmung hatte? So, egal, wir werten erstmal hier die Waffen auf. Und zwar die T-Kanone, würde ich mal sagen. Ja, die macht übelsten Damage und damit kann man diese Puppen aufhalten. Wieso kann ich das nicht aktivieren? Doch, geht. Cool, okay. Zurück. Wie sieht die jetzt aus? Will man sich ja mal angucken. Oh ja. Die behalten wir einfach mal in der Hand. Wird schon nicht schaden, hoffe ich. Okay, da müssen wir rüber. Zack. Schwer das Spiel, Freunde. Schwer. Also wenn man eine längere Zeit nicht mehr gespielt hat, dann sind die Kämpfe einfach nur eine übelste Herausforderung. Naja, was soll man machen, ne? Aha, okay. Wer schaukelt denn da? Habe ich auch noch nie gesehen, aber egal. Wir werden gleich mal wohl den Namen herausfinden. Oh, komm, Alice. Jawohl. Sehr geil. Da kann ich runter, ne? Ich bleib erstmal hier oben. Ah, okay, nee, man darf runtergehen und ich glaube, man sollte auch runtergehen. Ja, okay. Schade, ich habe auf ein bisschen mehr gehofft als jetzt irgendwelche Zähne. Vielleicht eine schöne Erinnerung oder sonst irgendwas. Na gut. Man kann ja auch nicht alles haben. So, weiter geht's. Jetzt kommt auch zu diesem Typen, der schaukelt, oder? Zu diesem Fieder. Oder das ist das Mädchen, was wir suchen sollen. Nee, es ist ein Gegner. Okay. Schade, ich dachte, jetzt kommt irgend so eine Redesequenz oder sowas. Naja, gut. Man kann nicht alles haben. Krank gemacht, echt, wirklich.
Und auch schon ganz schön herausfordernd. Also, man muss hier schon die Orientierung bewahren, sonst bist du echt aufgeschmissen an jeder Ecke. So, wartet mal. Bevor ich jetzt hier irgendwas schalte, sehe ich, dass man da hoch kann. Und das möchte ich machen. Ah, Alice. Mensch, Alice. Spiel doch mal mit. Verdammt nochmal. Nein, Alice, werde ich nicht. Es muss dir gefallen, also los. Ja, da haben wir schon wieder tolle Weisheiten. Die Beweise sind erdrückend. Jedes Geschöpf hat eine Aufgabe. Es ist meine geheiligte Pflicht, jeden jungen Menschen seiner Bestimmung zuzuführen, sei sie nützlich oder nicht. Verstehe deine Geschichte, deine Mythologie. Oh Mann, ja. Ihre ganzen Eltern und Familie ist gestorben, aber verstehe deinen Sinn im Leben. Verstehe ihn, Alice. Wie kannst du nur... Aha. Schaffe ich den Sprung? Ja, den schaffe ich. Sehr geil. Oh, und jetzt geht's da hoch. Vorher noch mal gucken. Nee, ist nichts mehr, oder? Nein. Sieht nicht danach aus. Alter, schau mir das mit Puppenscheiß. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Ja. Oh nee. Oh nee. Alter. Nee. Okay, wartet, wartet. Ich hab doch diese übelste Kanone jetzt eigentlich. Bam. Boah, direkt einen Arm weggehauen. Sehr geil, Freunde. Alice, geh mal weg. Du bist hier nicht mehr sicher. Huch, Hilfe. Genau, mach erstmal die platt. Eine Attacke dürfte ja ordentlich reichen. Oh ja. Hilfe, Kameraprobleme. Alter, 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 Alter. Lass doch mal die Zielfixierung, verdammt. So, jetzt aber. Nein, nein. Ja, ich sehe überhaupt nichts, Freunde. Jetzt sehe ich wieder was. Alter, Alter, Alter. Ziemlich ungerecht. Ziemlich ungerecht. Na komm, geh weg, du Mistvieh. Yeah. Boah, es kann Feuer spucken. Was bist denn du? Ja, ja. Ich weiß, Freunde, es hätte eigentlich auch schon längst im Nahkampf tot sein können, aber ich finde das so einfach nur sicherer und geiler. Oh, schöner Weg, schöner Weg. Guck mal jetzt, wie viele Leben wir bekommen, die wir eigentlich gar nicht bräuchten sogar, weil wir so gut sind. Gibt es hier noch irgendeinen Geheimweg vielleicht? Nee. Boah, diese Puppenhäuser machen mich fertig. Ich sag's einfach mal so, wie es ist. Jaha, hier muss man wahrscheinlich hoch. Sehe ich das übrigens richtig, dass jede Puppe anders aussieht, die hier so rumschaukelt? Also das sind Details, auf die muss man auch erstmal achten, Freunde. Ich meine, normalerweise werden die meisten Spiele einfach nur mit Gammelgrafik vermarktet. So, weißt du, da ist mal schöne Grafik, aber dann ist alles dasselbe. Und hier wird alles verändert. Das ist schon richtig krass. Oje, 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 oje. So, 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 so. Ah, ich muss da rüber, ha? Huh? Okay, nee, ich sehe gerade, die Puppen hier sind gleich angezogen, oder? Könnte das sein? Könnte das sein? Ja, schon, okay. Ich geb's zu. Hilfe! Aber andere sahen schon anders aus, oder bin ich bescheuert? Egal. Darüber habe ich jetzt keine Zeit zu philosophieren. Gibt's hier oben noch irgendeinen Weg? Nein, okay. Okay, meine Freunde, dann würde ich einfach mal sagen, bis zur nächsten Folge. Bye, bye!